Wir sind ja jetzt alle eingestimmt durch unser Intro in unsere sozusagen eklektizistische, reproduktive Welt des Entwerfens, die wir Moritz Henkel, Ulrich von Ay, sonst auch Philipp Rentschler und ich eben benutzen, um uns eben Entwürfen und Arbeiten sowohl in der Lehre als auch in den einzelnen Büros, bei Wettbewerben, aber auch bei zu realisierenden Projekten eben benutzen. Und genau mit dieser Methode haben wir uns auch dem Wettbewerb gewidmet. Und man hat ja schon gesehen, dass wir mit Berlin verhältnismäßig vertraut waren, weil in dem Intro kamen ja viele Projekte aus Berlin vor, die vor allen Dingen eben in studentischen Sommerakademien entstanden sind, die wir eben unter diesem Oberthema reproduktives Entwerfen gemacht haben, aber eben auch Projekte aus den Büros, sowohl Wettbewerbe als auch realisierte Projekte, waren da, um sie sozusagen alle schon mal einzustimmen auf diesen Anlass, auf unsere Welt des reproduktiven Entwerfens, mit der wir Ihnen jetzt die nächsten Filme zeigen wollen, die sich dann eben dem konkreten Wettbewerb widmen. Genau. Und als die Auslobung für den Wettbewerb 2019 veröffentlicht wurde, war uns eigentlich sofort klar, dass wir teilnehmen müssen, weil die Auslobung ja eigentlich auch eine reproduktive Auslobung war, da sie sich sehr auf den Wettbewerb Groß-Berlin von 1910 bezogen hat, wo Teilnehmer wie Bruno Möhring und Albert Gessner mitgemacht haben und die Entwürfe auch inzwischen realisiert sind oder Ideen geblieben sind, in jedem Fall aber ja Eingang in die Baugeschichte und in die Baugeschichtsschreibung erhalten haben. Der erste Ansatz war natürlich, wir gucken uns an, was damals eingereicht wurde und machen damit weiter. Da wurde uns dann aber relativ schnell klar, als wir auch über Berlin und was Berlin für uns besonders und liebenswert macht, nachgedacht haben, dass das Modell nicht wirklich geht, weil es eigentlich an Berlin ja gerade diese Brüche und die Heterogenität sind und die Quartiere mit völlig unterschiedlichen Atmosphären, Stärken und Schwächen, die es weiterzuentwickeln gilt. Und da kann man einfach nicht mit einem Modell, und das war zu der Zeit des ersten Wettbewerbs natürlich der Ruprechtsche Blockrand, mehr oder weniger antworten. Denn ich zum Beispiel trinke genauso gern meinen Kaffee am Helmholtzplatz im gründerzeitlich intakten Quartier wie am Zentrum Kreuzberg in diesen 70er-Jahre-Ungetümen, die in Kreuzberg gelandet sind, dann abends mein Bier. Und das zeigt dann umso mehr, dass wir den Glaube an so einen Alleinvertretungsanspruch, den eine architektonische oder städtebauliche Richtung stellen könnte, die so ein Erlösungsversprechen bringt, völlig verloren haben und vielmehr glauben, dass man kontextuell antworten muss mit Modellen, die für den jeweiligen Kontext funktionieren und sich aber auch als funktionierend über die Zeit erwiesen haben. Und so haben wir dann in der ersten Phase eigentlich in so einer Art von einer Collage City, die hinter uns eingeblendet ist, einfach 8 Stadtmodelle, mit denen wir glauben, dass man Qualitäten, die in Berlin vorhanden sind, weiterstricken, betonen und vielleicht sogar verbessern kann, geantwortet. Und das würden wir jetzt im ersten Film kurz zeigen.
war der Beitrag, mit dem wir die erste Phase dann überstanden haben und auch in die zweite Phase gekommen sind. In der zweiten Phase mussten dann, wie von Elisabeth Nöfer gerade in der Einführung schon erwähnt, drei Teilgebiete fokussierter bearbeitet werden. Und da war dann auch klar, das geht nicht mehr in dieser reinen Copy-and-Paste-Taktik, sondern wir mussten die Modelle natürlich anpassen, verheiraten mit anderen Modellen. Das wird man jetzt in den folgenden drei Filmen zeigen. Der erste Entwurf, den wir gemacht haben, war für die Berliner Kernstadt. Und die Berliner Kernstadt, die wir entworfen haben, ist hier bei Georg Ebbing und mir gerade im Hintergrund. Würde man wahrscheinlich gar nicht so auf den ersten Blick vermuten, weil man diese Kleingartenkolonien ja eher in Brandenburg, an der Havel oder Spree verorten würde. Aber das ist am Südkreuz in Berlin, das große Gelände, das Schöneberger Südgeländes, häufig Thema von städtebaulichen Studienwettbewerben. Und es gibt schon viele Anstöße, da was zu machen. Und ich denke, oder wir denken auch, dass es wichtig ist, genau diese Flächen auch in den Fokus zu nehmen in einer Stadt, wo es dermaßen Wohnungsmangel gibt. Und dass es eigentlich nicht sein kann, dass so ein paar Laubenpieper solche Flächen quasi privatisieren und als ihr Eigentum nutzen. Auch wenn wir natürlich verstehen, dass im politischen Berlin Thesen wie Deutsche Wohnen enteignen sicherlich gerne gesehen sind als Laubenpiepner enteignen. Von daher, das war so ein Beitrag zu sagen, auch die Flächen in den Fokus nehmen und zur Verdichtung der Stadt nutzen. Natürlich mit Stadtmodellen, die auch dann weiterhin die durchgrünte Stadt darstellen können. Nichtsdestotrotz am Südkreuz, ich denke, die meisten, die heute zuhören, kennen das Gelände. Die Umgebung ist geprägt eigentlich von einer sehr intakten Gründerzeitbebauung, teilweise auch Reformwohnungsbaublöcken, die auch ganz gut funktionieren, aber immer aufgrund der Blockgrößen schon zu einer gewissen Monotonie neigen und natürlich auch das Problem haben, dass wenn man die wirklich dicht baut, durch die Hinterhofsituation im zweiten, dritten Hinterhof teilweise nicht so gut belichtete, belüftete Wohnungen entstehen. Deswegen haben wir dann auch geguckt, was für ein Modell könnte denn da angemessen sein zu antworten und sind bei Elil Saarinen gelandet, der für Tallinn und Helsinki ja große städtebauliche Planungen gemacht hat, immer mit organischen Blockrändern und Blockzuschnitten eigentlich geringerer Größe, wo das Verhältnis dann unserer Meinung nach fast noch besser funktioniert zwischen öffentlichem und privatem Raum und die Blockgrößen halt so sind, dass auch die Wohnungen typologisch gut funktionieren. Das haben wir dann im Weiteren aber verheiratet mit so Mailänder Stadthäusern, die in Form von gestapelten Villen und hängenden Gärten immer das Thema haben, dass eigentlich die Dachflächen richtig begrünt werden. Also auch intensiv und nicht so, wie das heute ja Mode ist, einfach mit dem extensiven Gründach, wo kaum was wächst drauf. Und auch das jetzt in Kürze und Ausschnitten in dem nächsten Filmbeitrag.
Wir kommen zu dem, kommen zum zweiten Gebiet, das wir bearbeitet haben, das ganz anders geprägt ist von seiner Bebauungsstruktur. Man sieht es hinter uns, wir sitzen gerade auf der Straße eines solchen Vorortes. Man kann tatsächlich dort auf der Straße sitzen, weil dort sowas wie so eine ständige Wohnlangeweile herrscht, ja, weil morgens um 8 fahren die Leute weg und kommen um 4 wieder. Dagegen ist ja grundsätzlich gar nichts zu sagen, aber vielleicht in dieser Form der Architektur und des Städtebaus ist es etwas, was vielleicht für die Ausbildung eines Subzentrums am Stadtrand, so wie wir uns das hier in Großzieten vorstellen, durchaus vielleicht ein bisschen wenig ist. Und vielleicht auch deswegen ein bisschen wenig ist, weil sowohl die Architektur, die Sie hier sehen, als auch die gesamten städtebaulichen Räume eigentlich von den Architekten und auch von den Städtebauern so wie aus der Hand gegeben worden sind. Ja, also es scheint eher so zu sein, als ohne diese Dinge total diskreditieren zu wollen, aber scheint eher so, als wenn es so ein Fertigprodukt wäre, das eben genau dieses Kontextuelle und auch dieses spezifisch Räumliche, was ja wichtig ist, auch für die Identifikation mit Orten, verloren geht und jeder sich dann doch hinter seiner möglichst haushohen Hecke verschanzt, wie man das hier auf dem Bild ja sehen kann. Und insofern haben wir uns natürlich schon überlegt, ob man diese ja durchaus liberale Heterogenität weiter so kultivieren sollte oder vielleicht im Sinne so eines gemeinschaftlichen Ortes, im Sinne von, ja, vielleicht Straßenräumen, Platzräumen, aber auch so identifizierbaren Häusern, wodurch die Architektur sozusagen der Raum viel stärker geprägt wird, auch in seiner Qualität, vielleicht besser sein könnte. Und dafür gibt es natürlich auch zahlreiche Beispiele, die wir gefunden haben, die natürlich ganz prominent in dem Gartenstadtmodell von Ebenezer Howard angelegt sind, der genau solche Subzentren auch entworfen und auch zum Teil ja realisiert hat, ohne dabei auf definierte Platzräume, ohne dabei auf Hierarchisierung von Straßenräumen zu verzichten, ohne dabei auf Differenzierung von Häusern zu verzichten. Also insofern das ganze traditionelle Vokabular sozusagen, was zu einer Stadt oder auch zu einem Ort dazugehört, noch realisiert hat und das wir sozusagen darüber legen. Aber um dieses Modell von Howard, was ja eine relativ geringe Dichte aufweist, zu verdichten, haben wir uns eben andere Haustypologien ausgewählt, die sich aus unserer Sicht auch bei solch einem Städtebau durchaus schon bewährt haben. Der eine oder andere mag die Baumgartnerhäuser aus Basel kennen, die tatsächlich auch Investorenhäuser waren, das muss man ganz klar sagen, die ein oder zwei Grundtypen variieren, die aber eine durchaus städtische Architektur aufweisen oder so Mehrfamilienhäuser in Dresden-Striesen, die ja auch solche dichten Typologien haben, wo eben auch nicht nur eine Familie in solch einer kaffeemühlenartigen Villa wohnt, sondern eben pro Etage eine, sodass sie da auch einfach pro Haus eine höhere Dichte haben und dann wenn man in Berlin ist, darf man die und sollte man die vielleicht auch heranziehen, die doch durchaus schönen und lebenswerten Punkthochhäuser, die im Hansaviertel so diesen S-Bahn-Ring begleiten oder dieses Stück da an der S-Bahn begleiten. Und insofern etwas ist, was bestimmt die Dichte erhöht, zu lebenswerten Räumen beiträgt, die wir jetzt in dem nächsten Film zeigen wollen. Thank you.
Last but not least, die Stadt in Brandenburg. Wir haben uns da Königs Wusterhausen ausgewählt und eigentlich das Thema, wie baut man Großsiedlungen heute? Und im Hintergrund ist die Neustadt von Königs Wusterhausen, heißt immer noch Neue Stadt, obwohl der inzwischen auch 50 Jahre alt ist. Und für uns war wirklich dann das Thema, wie geht man mit diesen Plattenbaugebieten, vor allen Dingen der DDR, um, die ja, wie man sieht, relativ belebt sind. Zumindest scheinen alle Wohnungen belegt, alle Parkplätze besetzt. Und dennoch ist es natürlich ab davon, dass der Raum an sich, den diese Zeilen bilden, ja jetzt nicht unbedingt ein schlechter sein müsste, wenn man sich all das Blech wegdenkt und eine schöne Freianlagengestaltung. Schon so, dass das eher problematische Orte sind, die aber glauben wir trotzdem nötig sind, um auch sozialen Wohnungsbau im großen Maßstab zu schaffen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, landet man relativ schnell bei Fernand Pouillon, der mit den Grand Ensembles in Frankreich vor allen Dingen einen wertvollen Beitrag geleistet hat, wie diese Großsiedlungen zum einen stadträumlich sehr viel spannender noch sein können, dadurch, dass halt die dritte Dimension, die Vertikalität reinkommt, zum anderen aber auch aufgrund der Freianlagengestaltung und der hochwertigen Detaillierung und auch Materialisierung der Fassaden eine ganz andere Atmosphäre entstehen kann. Und wir glauben, dass das ein gutes Modell ist, in diesen Orten zu intervenieren und diese auch weiterzubauen. Und das zeigen wir jetzt abschließend noch im letzten Video für heute.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall gleich auf eine konstruktive Diskussion im Anschluss, möchten aber natürlich nicht vergessen, uns zu bedanken bei den Leuten, die das alles möglich gemacht haben. Und das sind natürlich zum einen die Mitarbeiter, die das den Wettbewerb bearbeitet haben, vor allen Dingen Elnas und Katharina. Und das war in der zweiten Phase halt wirklich die 80-Stunden-Woche mit vielen Nachtschichten. Dafür vielen Dank. Dann unseren Studenten Olli und Timo, die den Film eigentlich geschnitten haben oder die Filme. Und insbesondere auch Jonas, auch wenn das jetzt in den Abständen ja schon oft und auch ziemlich präsent lief, der die Musik dazu zum Teil selber gemacht hat, zum Teil von befreundeten Künstlern dahinter gelegt hat und so auch gewährleistet hat, dass wir das alles so veröffentlichen können und keine GEMA-Gebühren zahlen müssen. Also insofern vielen Dank euch allen und wir sind gespannt auf den weiteren Verlauf.